Buch 1 Aus der Asche Kapitel 1 Philipp. Oh, ein neuer Charakter. Wir hatten jetzt Tom, Agnes, Martha und Alfred hieß der, ne? Ja. Jetzt haben wir Philipp. Das Jahr des Herrn 1135 war zu Ende gegangen. Heinrich, der König von England und Sohn Wilhelms des Eroberers, war gestorben. Es war eine Zeit von Armut und Tod. In ihrer Verzweiflung glaubten die Menschen, dass Christus und all seine Heiligen sie verlassen hatten und dass die Säulen der Erde einzustürzen drohten. Ah, daher der Name. Bruder Paul, streichel Pony. Pony streicheln, auf jeden Fall. Ja, ist niemand hier, uns willkommen zu heißen? Wer ist da? Du hast gerade die Brücke überquert, ja? Das kostet einen Farthing und ein Penny für dein Pferd. Weil sie ihn streng zurecht, kläre ihn über den Fehler auf. Erstmal aufklären. Mönche und Dorfbewohner zahlen keinen Zoll. Oh, ich kann das nicht gut. Das habe ich Bruder Paul auch gesagt. Es ist nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Drohe es dem Prior zu sagen, biete ihm Käse an. Ich biete ihm Käse an, oder? Wir sind doch nett, hoffe ich. Es ist nicht viel, aber ich kann dir das hier geben. Bitte schön, ein bisschen Käse. Das Tuch riecht immer noch ein bisschen nach dem Käse, der in ihm eingewickelt war. Okay. Ich weiß nicht, war das jetzt schlau, jetzt schon den Käse wegzugeben? Ich hoffe, es wird dir nun leichter fallen, deine Pflicht zu tun. Ah, ganz bestimmt. Kannst du dich um meinen Pony kümmern, Bruder? Ich bin gekommen, um Prior James zu besuchen. James? Die Glocken, die du da hörst, die läuten sie für ihn. Ach, lass das Pferd hier. Ich werde es später zur Priorei bringen. Ich fange mir noch einen Fisch. Der sollte gut zu dem Käse hier passen. Was? Warum läutet man die Glocken? Hast du es etwa noch nicht gehört? Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen? Okay, Philipps Bibel. Du kannst Philipps Bibel auf Objekte anwenden, um herauszufinden, was die Bibel ihm darüber sagt. Oder nutze sie mit Personen, um mit ihnen Fragen des Glaubens zu diskutieren. Ui, cool. Okay, wir haben also jetzt einmal dieses Tuch und die Bibel, ne? Philipps Pony. Sie wird alt. Ich mag die Beschreibung, dass das so... Boah. War noch vor mir in St. John. Oh, ich kann noch mehr über sie erfahren. Hoffentlich haben wir noch viele Reisen vor uns. Ja. Okay. Na, du Süßer. Ich hab dich lieb. Kann ich mit ihm auch das Wort Gottes besprechen? Der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere. Ah, tatsächlich. Ach, wie süß. Ja, wir sorgen uns um unser Pony. Okay, wo ist der Typ eigentlich hingegangen? Ah, zum Fluss, ne? Wir haben hier noch eine Hütte. Soll ich auch zum Fluss? Ich kann hier einmal kurz nochmal Weg zur Mühle. Gibt's hier noch? Warte mal. Wo war denn jetzt nochmal der Fluss hier? Kann ich da hin? Fluss? Die Priorei fängt Fische im Fluss. Können wir das auch? Wo geht er jetzt eigentlich hin? Ich bin gespannt. Okay, man kann da nichts machen. Es gibt hier noch die Straße nach Süden. Rückweg nach St. John. Können wir zurück? Wahrscheinlich nicht, aber wir testen. Nein, geht auch nicht. Na gut. Dann, wir haben hier Weg zur Mühle, Kloster. Weit weg von Shiring. Shiring. Wollten nicht Tom, Agnes... Martha und Alfred nach Shiring? War das? Ich weiß es nicht mehr.
Zollhütte. Gucken wir uns in der Zollhütte noch um. Pfad zwischen den Bäumen, da gehen wir auch noch gleich hin. Also es gibt hier viel zu erkunden auf jeden Fall. Sonst sitzt Bruder Paul hier. Achso, der ist nicht da. Okay, dann gehen wir zu den Bäumen. Was gibt's hier? Kleine Lichtung. Kalkstein, hoher Fels. Okay, hier gibt's Kalkstein. Vielleicht brauchen wir das später irgendwie. Kalkstein. Bucheckern. Einige Bucheckern liegen noch da. Cool. Können wir noch ein paar mitnehmen? Ein paar Bucheckern, die ich gefunden habe. Also ich kann die Sachen nicht verbinden, ne? Okay. Kalkstein, Kalkstein. Kann ich vielleicht meinen Pony damit füttern? Der Gute ist bestimmt müde. Ich werde sie für den Moment bei mir tragen. Ach, schade. So, dann gehen wir mal zur Mühle. Oh, hier gibt's Schafe, Lemmis. Okay, keine Lemmis, aber Schafe. Futtertrog, ein schäbiger Futtertrog. Sonst sehe ich hier nichts, ne? Da kann man nichts machen. Mit den Schafen kann ich auch nicht interagieren. Aber wir haben die Mühlentür. Sie haben die alte Mühle verfallen lassen. Kann man da rein? Warum ist hier abgeschlossen? Oh, okay. Also können wir nicht rein, ja? Wir können zum Kloster oder ins Dorf. Ich würde sagen, gehen wir erstmal ins Dorf. Ui, wo rennt der denn? Gebäude bei den Feldern? Straße nach Süden? Dorf an Kingsbridge. Viele der Diener der Priorei fort. Hallo? Oh, der ist ja schnell. Hinter einem Fenster hat sich etwas bewegt. Aber die meisten Häuser stehen leer. Oh. Viele der Diener der Priorei fort. Straße nach Norden, Tor. Straße nach Gloucester. Können wir da hin? Nee, anscheinend nicht. Straße nach Süden. Dann gehen wir mal zum Tor. Er sieht nicht so belebt hier aus, ne? Priorei, Kingsbridge. Okay, ein Pferd. Eine prächtige Stute. Na, du Stute, wie geht's dir? No, Süßer. Kann ich ihm denn ein paar Bucheckern anbieten? Ich werde sie für den Moment bei mir tragen. Ah, will er nicht. Muss einem Gast gehören, okay. Hier. Der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere. Okay, war ja süß. Ein schrecklicher Gestank. Stall? Da hat wohl länger jemand nicht aufgeräumt. Weg um die Kathedrale. Eingestürzter Turm. Eine Schande, immer noch alles voller Schutt. 4 Jahre seit dem Blitzschlag. Oh, hier ist ein Blitz eingeschlagen. Die Moral liegt auch in Trümmern. Haupttor der Kathedrale. Einzige Kathedrale in Shiring. Wenigstens der Kreuzgang hält weiter stand. Gästehaus. Wenigstens das sieht gut gepflegt aus. Ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass man hier so viele Sachen hat. Was ist mit dem Gästehaus? Gastmeister, ein frommer Mann. Gehen wir zu ihm hin? Küchentür haben wir hier noch. Ich will mir alles ganz genau anschauen.
Nee, wir können da nicht hin. Das heißt also, wenn ich so einen Halbkreis habe, kann ich mir das anschauen, aber nicht hingehen, ne? Aber wenn man hier sowas hat, dann dürfte ich da theoretisch auch reingehen können, ne? Die Küche, wie ein Zuhause. Probieren wir es mal. Abgeschlossen. Okay. Wenigstens der Kreuzgang hält weiter stand. Und hier? Ja, hier können wir rein. Ui. Hallo. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes... Bin ich das? Weg zur Front der Kathedrale? Suche Prior James, aktueller Ort Kingsbridge. Weg zur Mühle? Der Winter fordert seinen Tribut. Da rein kann ich jetzt nicht, ne? Warum kann er jetzt doch reingehen? Na, egal. Tür zur Kathedrale, Weg zum Friedhof, Kapitelhaus. Mann, warum gibt's hier so viele Häuser? Ich bin überfordert. Hier ist auch niemand. Wo sind sie alle? Bänke? Hier halten die Brüder Wahlen ab. Oh. Die einzige Zeit, wo alle Brüder gleich sind. Vor langer Zeit waren alle Mönche gleich. Hier halten die Brüder Wahlen ab, okay. Okay, zurück. Also hier ist keiner. Hier zum Friedhof. Ui. Da öffnet sich wieder was. Frisches Grab. Noch ein Grab. Noch eine Seele, die ruht und wartet. Haben die hier jemanden begraben? Haus des Priors. Da muss ich hin, ne? Weil ich will mir vorher was alles angucken. Kann ich dazu was sagen? Möge seine Seele in Frieden ruhen. Okay. Und ansonsten, also frisches Grab haben wir hier. So viele Tote in Erwartung des jüngsten Gerichts. Wie viele sind ohne Sünde? Werde ich ohne Sünde sein, wenn meine Zeit kommt? Das Haus von Prior James. Weg um die Kathedrale. Ach, dann komme ich hier hinten wieder. Ah, okay. Kann ich durch das Haupttor jetzt einmal durch? Warum ist hier abgeschlossen? Vielleicht ist der Seiteneingang offen. Aha, das war also mit dem Seiteneingang. Da muss ich durch. Dann sind wir da hier. Hier sind wir noch nicht reingegangen, ne? Tür zur Vorderseite der Kathedrale. Oh, das ist also diese Tür. Okay. Oder ich kann entweder von hier aus kommen oder von hier aus. Aber es läuft das Gleiche hinaus. So ein bisschen habe ich jetzt hier den Überblick. Hier, da, Friedhof. Ein Seiteneingang zur Kathedrale. Oh. Oh. Du sollst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Noch vor der Pest, die im Finstern wandelt. Der Pest, die mit dem Blitz kam, der unsere Kathedrale vor 4 Jahren traf. Habt ihr seitdem nicht alle ihre Gegenwart gespürt? James tat es und ich tue es auch. Aber der Herr spricht, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, darum will ich ihn erretten. Unser geliebter Prior James hat sein Leben lang dem Herrn gedient. Er wird ihn von der Finsternis erretten, von dieser dunklen Erde. Prior James? Philip. Francis. Schweigt still! Viele Jahre war James unser Prior. Ich gelobe nach der baldigen Wahl, die Priorei von Kingsbridge mit ebenso fester Hand zu leiten. Amen. Was ist hier los? Ich kenne mich so mit Mönchen nicht aus.
Also die haben wohl schwere Zeiten. Ich habe deinem Bruder ja gesagt, du würdest ein Neujahr hierher kommen. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich war auf dem Rückweg nach Gloucester und wollte dich sehen. Ein Priester in der Welt der Politik. Du musst uns alles darüber erzählen, Francis. Natürlich. Und sein Bruder ist jetzt schon Prior? Seit wann? 2 Jahren? Seit 4 Jahren, Cuthbert. Ah ja. Wie stehen die Dinge in St. John in the Forest, Philip? Wir sind glücklich und gesund, besser als in Kingsbridge. Unsere kleine Zelle ist glücklich und gesund. Glücklich und gesund. Dank deines Bruders, Francis, gedeiht St. John in the Forest. Seine Novizen sind gehorsam, seine Mönche bescheiden und fromm. Während unsere Priorei in beklagenswertem Zustand ist. James hat getan, was in seiner Macht stand. Das weißt du. Es ist nicht seine Schuld. Und sie machen in St. John auch einen großartigen Käse. Komm nachher bei uns in der Küche vorbei, ja? Okay, also muss ich noch zur Küche? Bruder Cuthbert wirkte ziemlich verstört. Das sind wir alle. Ach, James ist die tot. Art, jetzt wie hab ich das James gecheckt. Gestorben ist, war unheimlich. Okay. Wie ist James gestorben? Unheimlich? Wie ist Prior James gestorben? Vor 7 Tagen fand Bruder Remigius seine Kammer leer vor. Wir haben alle nach ihm gesucht. Stundenlang. Dann fanden wir seine Fußstapfen an der Brücke und ein Loch im Eis. Oh nein. Früh am Morgen des ersten Weihnachtstages muss er auf den Fluss hinausgegangen sein. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Der Fluss hat ihn mitgerissen. Und es war kalt. Ich werde für James beten. Komm zu mir, wenn du Zeit hast, Philip. Du findest mich in der Kathedrale. Hä? Aber das heißt, die haben keine Leiche. Und ich sollte nachsehen, wie es Bruder Cuthbert geht. Es ist gut, dich zu sehen, Philip. Vielleicht wenden sich die Dinge doch noch zum Guten, wenn wir erst einen neuen Prior gewählt haben. Hoffentlich. Ich komme später in der Küche vorbei, Melius. Weil das klingt ja super suspekt, ne? Was macht Francis hier und wo ist er? Bruder Markus sagte, er würde jetzt jede Woche gezüchtigt. Gestern habe ich gesehen, wie er geweint hat. Er hat geweint? Eine weitere Tracht Prügel von Remigius und er haut ab. Das Remigius klingt voll fies. Hast du je daran gedacht, abzuhauen? Ja, sicher. Wer hat das nicht? Aber ich werde nicht gezüchtigt. 100 Vater Unser zu beten, ist keine so strenge Bestrafung. Aber es ist ungerecht. Ich bleib auf jeden Fall. Du auch? Ich bleibe auch. Schließlich sind wir Brüder. Markus ist auch unser Bruder. Ich weiß. Darum tut er mir ja auch leid. Remigius ist auch unser Bruder. Er ist der Subprior. Wir sind nur Novizen. Ich finde, wir sollten alle gleich und uns gutgesinnt sein. Ja, eigentlich schon, ne? Lass uns gleich und uns gutgesinnt bleiben, du und ich. Was auch geschieht. Du und ich, ja toll. Was auch geschieht. Ich erinnere mich, als ich so jung war. Aber ich hatte so viele jetzt Fragen. Mit Gottes Tempel? Aber hier sollten sie leiser reden. Okay, kann ich mit denen sprechen? Sprich mit Novizen, weise sie zurecht für lautes Reden. Na, ich bin nicht so jemand. Ihr seht aus, als wolltet ihr mich etwas fragen. Du bist Philip von Gwynedd? Ja, aber für euch bin ich Bruder Philip. Siehst du, ich hab dir gesagt, wir können ihn ansprechen. No. Ja, aber jetzt frag ihn. Warum fragst du ihn nicht?
Ich habe schon Bruder Andrew gefragt. Stimme zu, sage, sie sollen leise sein. Das zählt nicht. Er wollte nicht antworten. Natürlich zählt das. Er hat es mir übel genommen. Und wenn ihr mir versprecht, ab jetzt leiser zu reden. Oh, natürlich. Ja, versprochen. Bruder Milius hat gesagt, du kennst dich gut in der Bibel aus. Was ist mit Gottes Tempel gemeint? Na toll. Bruder Andrew wollte uns nichts dazu sagen. Ich hoffe, ich muss darauf nicht antworten. Es muss ein Ort sein. Andrew eine Kathedrale. Wollte euch nichts sagen. Jeder von das uns war bestimmt, was der Gastmeister gemeint hat. Wenn man einer Kathedrale etwas antut, ist das eine Sünde. Ja. Andrew wollte euch nichts sagen? Warum? Er hat es uns sehr übel genommen. Wir mussten 150 Mal das Vaterunser beten. Was? Jeder von uns ist Gottes Tempel. Denn er hat uns erschaffen. Der Gastmeister sagte, Prior James habe Gottes Tempel zerstört. Und dass er zur Hölle fahren würde. Es gibt keine Erlösung für einen Selbstmörder. Es war kein Selbstmord. Ehrlich gesagt, bin ich sehr kritisch eingestellt, was das Thema betrifft. Also ich glaube kaum, dass der Typ Selbstmord begangen hat. Vor allen Dingen, warum sollte er dann aufs Eis? Das wäre sehr unangenehm. Prior James hat keinen Selbstmord begangen. Aber keiner hat ihn in der Nacht gesehen. Keiner weiß, was passiert ist. Ja und? Es muss ja trotzdem nicht gleich Selbstmord sein. Gott weiß es. Gott weiß, warum er aufs Eis hinausgelaufen ist. Es heißt, der Teufel hätte ihn verfolgt. Sag nicht seinen Namen. Ich habe viele tapfere Männer fliehen sehen. Aus vielen Gründen. Aber den Teufel habe ich nie gesehen. Also sollten wir ihm keinen Raum geben. Weder hier, noch in unserem Herzen. Meint ihr nicht auch? Ja, Bruder Philipp. Danke, Bruder Philipp. Okay. Also es gehen komische Gerüchte rum wegen diesem James-Typen. Ich hatte so viele Fragen. Achso, das hatten wir schon, ne? Joa. Hier war ich ja drin, aber... Oh, Kerze, welch eine Verschwendung. Draußen ist heller Tag, fast. Kerzen sind teuer. Kann ich die ausmachen? Oh, ich kann die ausmachen. Ich mach die mal alle aus. Das ist Verschwendung, Mann. Für wen sind die hier? Zack, zack, so. Gibt's hier noch mehr? Was ist hier? Weihwasserbecken, fast leer. Unachtsamkeit überall. Achso, ich dachte, der will da irgendwie was draus trinken oder so, aber es wäre keine gute Idee. Hauptportal? Ja, es sieht alles hier so ziemlich runtergekommen aus, ne? Kein guter Zustand hier. Führt zum Dach hinauf, aha. Was war das hier gerade? James Grab. Leer, Leichnam nie gefunden. Francis, der Thron des Bischofs. Die Kathedra, ich kann dort nicht Platz nehmen. Einfach nur mal Probe sitzen. Was hat das zu bedeuten? Wie ein Fingerzeig Gottes. Sind dir in Ungnade gefallen? Meine Hand würde da schon reinpassen. Aber warum sollte ich mir die Ärmel schmutzig machen? Davon wird die brüchige Mauer auch nicht besser. Kann ich was da dran machen? Das Stück Stoff ist nutzlos. Zumindest hier. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ach, deswegen denken die das mit dem Blitz. Weil die Kirche wurde ja... Ist das ein Zeichen? Von einem Wohin Blitz ist er getroffen? Dann gefallen? Oh Mann. Okay. Gruft des heiligen Adolphus. Altar. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ja, ja. Ich dachte schon, dass das und führe uns nicht länger in Versuchung. Genau. Mhm. Amen. So. Es hieß, wir würden uns gleichen. Sehe ich jetzt aus wie Francis? Naja, ihr habt alle diese komische Halbglatze auf dem Kopf. Und die Gewänder? Ja, Ähnlichkeit ist da. Obwohl, Francis hat keine Halbglatze. Doch, die sehen sich ähnlich, auch vom Gesicht her. Ich bin froh, dich zu sehen. Du wirkst bekümmert. Ich bin froh, dich zu sehen, kleiner Bruder. Ach so. Es ist auch schön, dich zu sehen, Philipp. Manchmal bin ich schwer vom Begriff. Dein Haar fängt an, grau zu werden. Deins noch nicht. Zumindest in diesem Punkt bin ich dir einen kühnen Schritt voraus. Du warst immer kühn. Du gestehst es dir nur nicht ein. Francis, warum bist du hier? König Heinrich ist tot. Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John ein. Erst der König und nun Prior James. Gott hat einen Plan, der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Ich will jetzt die ganzen Gerüchte nicht anheizen, ne? Gott hat einen Plan. Das weiß ich, aber König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Oh. Francis Notizen, Rivalität um den Thron, Teil 1. Untersuchen, später ansehen. Ich würde es gerne jetzt sehen. Ah, das ist zusätzliches Dokument. Francis Notizen über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stephan. Teil 1 vom 1. Januar 1136. Ups. Hoch mit dir. So. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger verwehrt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken auf einer Reise, den englischen Kanal zu überqueren. Letztendlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel seine Regentschaft als Heinrich II. Fortsetzen würde, sobald er eines fähigen Alters sei. Bis zu diesem Tage sollte seine Mutter, die Tochter des Königs, das Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbin des Throns ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Der Grund ist ihr Ehebund zu Geoffrey von Anjou, ein Dorn im Auge unserer normannischen Oberherren. Die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie sind seit schon langer Zeit rivalisierende Gebiete. Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird, in England. Mathildes Cousin Stefan von Blois ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Oh, ja, da geht was vor sich. Frage, wie man helfen kann, mische dich nicht ein. Oh, das ist schwer. Einerseits, ich mag es, mich nicht in Dinge einzumischen, die mich nichts angehen. Und wenn es da um Herrscher geht, Politik und so weiter, das ist meist eh eine schlechte Idee. Aber es ist sein Bruder, vielleicht kann man ihm helfen. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Aha. Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas. Wir werden ihn finden. Ach ja, noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Wer weiß etwas über den vermissten Ritter, den Francis erwähnte? Oh, jetzt wird's spannend. Okay. Danke für deine Hilfe. Wie könnte ich es dir abschlagen? Du bist mein kleiner Bruder. Ja. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Kann man eigentlich hier einen Stein oder so mitnehmen?
Meine Hand würde da schon reinpassen. Ja, aber warum so? Ja, ich hab's verstanden. Riss in der Wand. Weil bis jetzt konnten wir mit den Sachen auch nicht so viel anfangen, ne? Mit den Bucheckern und so, Tür zur Treppe. Die Kerzen habe ich alle ausgemacht. Mehr gab's hier nicht, ne? Warte mal, hier vielleicht, warte. Bin immer ein bisschen zu schnell, ne? Hier. Okay, das ist nur der Hinweis, ne? Damit man weiß, worum es gerade geht. Da geht's komplett raus. Hauptportal. Diese Priorei ist so viel größer als unsere kleine Zelle im Wald. Kartei der Priorei von Kingsbridge im Jahr 1136. Cool. Wir haben... Ach, okay, das ist die Kathedrale. Stimmt, ich bin gar nicht in der Gruft gewesen. Und am Fluss war ich auch nicht. Ich war beim Friedhof. Bei der Mühle waren wir, bei der Brücke, Zollstation, hier Lichtung waren wir auch. Dorf waren wir. Da sind wir nicht reingekommen. Da sind wir auch nicht reingekommen. Haus des Priors waren wir auch nicht. Also ich würde erstmal zur Gruft zurückgehen, weil ich Angst habe, dass ich da was ausgelassen habe. Die war ja hier hinten. Ich habe sie schon gesehen, aber dann durch das Gespräch habe ich wieder vergessen, dass es hier hinten irgendwo, da, Gruft des heiligen Adolphus oder so. Hier schläft Adolphus bis zu seiner Auferstehung am jüngsten Tage. Verschlossen. Okay, hier komme ich nicht rein. Krypta verlassen. Kann man sich das irgendwie ansehen? Nee, ne? Und ich kann auch nichts anwenden. Okay. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Das war ja... Okay. Unspektakulär, würde ich mal sagen, ne? Gut, dann würde ich nochmal zum Friedhof gehen und mir den Fluss angucken. Warte mal, kann ich im Weihwasserbecken vielleicht mein Tuch irgendwie... Wo ist mein Tuch? Hallo? Wo sind meine ganzen Sachen? Ah, das sind sie ja. Kann ich das irgendwie nass machen? Das Stück Stoff ist nutzlos. Zumindest hier. Okay. Nee, ich versuche nur halt, die Sachen anzuwenden, die ich gefunden habe. Weil wir hier so viel Auswahl haben. Wartet mal, ich sollte auch noch in die Küche gehen, ne? Da ist er ja. Philipp! Bruder Melius.